Aha. Hat jemand da eingemauert? Esther, you will have to jump out. I have to be outside of this tower to use my magic. Trust me, child. I know what I'm doing. It will be all right. I trust you, Merlin. Well, here I go. Ah. Ah, it worked. I mean, of course it worked. Welcome to my time museum. You can use the machine in the middle to open doors to different times. And you can use the crystal ball to return here at any time. Nun kannst du mit Hilfe von Merlins Kristallkugel ins Zeitmuseum zurückkehren. Klicke, um fortzufahren. Also wir sind jetzt... Die Maschine projiziert den Umriss des Gegenstandes, den ich hier einsetzen muss. Das ist ja toll. Wir sind jetzt quasi wieder bei Teil 1 angekommen. Und nur, dass ich immer noch nicht weiß, warum zum Geier. Also ich meine, dass Liam, der eigentlich Michael heißt, der Typi ist, der unsere Enkelin, glaube ich, hierher, also der dann halt, ich bin verwirrt. Also, so ein bisschen, also die Statue einer keltischen Göttin ist ja noch okay, aber was ist denn ein vitruvianischer Mann? Der da? Ja. Ich weiß nicht, also... Wie gesagt, also der Zusammenhang zum ersten Teil ist mir noch so ein bisschen... ja, nee, irgendwie nicht so richtig. Ich meine langsam, ja, aber halt nur wirklich sehr langsam. Wo ist die Olle denn abgeblieben? Ich dachte, die wollte jetzt hier, keine Ahnung, die Welt retten und so. Und jetzt, und dann haben wir die ganze Zeit die Oma gespielt und ich bin verwirrt. Und wo ist jetzt diese beknackte Sichel? Finde ich gerade nicht. Ein Pinsel. Und eine Pfeife. Da ist auch die Sichel. So, was haben wir denn hier so? Ist das denn eine DVD? Ach so. Ein Köcher mit nur einem Pfeil? Natürlich nicht. Jetzt ist es ein Köcher mit zwei Pfeilen. Wie viel werden denn angemessen? Ach so, drei. Gut. Was ist denn ein Hoplit? Ganz ehrlich, also erstens habe ich den Stiel von dem Räucherstäbchen nicht gesehen und zweitens habe ich keine Ahnung, was zum Geier nochmal ein Hoplit ist. Eine antiker Ritter? Eine antiker Ritter, nein. Eine Art antiker Ritter. Das wollte ich sagen. Was ist das denn? Einige Kacheln fehlen, natürlich. Einige Dingens fehlen. So, hier. Keltisch. Dadurch haben wir jetzt eine Tür. Aha, jetzt sind wir wieder bei Uroma gelandet. My mother's medallion was the source of her evil. I can see that now. You have to bring it here. Place the medallion on the table and find a prism. We need to focus light on it. I will aid you with my magic to weaken the evil. Help me by touching the runes in the order I show you.
Okay, nicht jetzt anscheinend. Ich habe immer noch gar nichts, aber jetzt ist hier hinten ein Wimmelbild. Schon wieder ein keltisches Symbol. Das da. Ja. Ein Kräuterkorb. Ich könnte einen Beutel anbieten. Ach nein, das ist Schwefel. Das da? Ja. Hühnerfuß. Ja. Darf in keiner Küche fehlen. Knochen. Man könnte jetzt das hier als Knochen bezeichnen. Ist es aber nicht. Da war der Diamant. Irgendwann finde ich vielleicht auch noch den Knochen. Also das da vielleicht? Nein. Das kommt in das Zweigdreieck. Ich habe den Knochen gefunden. Ein Drache. Das ist ein hübscher Drache. Ich mag Drachen hier. Aber bei Drachen habe ich oft das Problem, dass sie mir nicht so gezeichnet gefallen, wie sie da sind. Da, Feder! Dann nimm halt die. Ist mir auch Latte. Rinde. Rinde. Ja, pff. Du bist witzig. Das da? Nein. Was soll denn hier Rinde sein? Da, Kelch mit Wein. Wunderschön. Aha. Ach, da. Wenn ich jetzt noch einen dritten Zweig finden würde. Oder Rinde. Ich würfel jetzt wieder. Also so ist so nicht. So nicht. Aha, verstehe. Das kann dauern. Nein, jetzt habe ich nur eins. Okay, Rinde. Ich habe einen Diamanten. Benötigt etwas anderes, okay. Kann ich mit dem Diamanten die Kugel... Nein. Zurück ins Zeitreisemuseum. Ich brauche jetzt ein Schloss.
Ja? Keine Ahnung? Also doch hier. Ach, man kann den Dolch mitnehmen. Ich dachte, der gehört mit zum nächsten Rätsel. Ja gut, okay, vielleicht kriege ich ja jetzt mit dem Dolch die Kugel auf. Ja, und jetzt kriege ich eine Wandtresormarke. Macht aber nichts. Wir haben immerhin eine Wandtresormarke. Eine Taschenuhr. Ein Tintenfass. Ich krieg Zeug. Ich habe keine Ahnung wofür. Achso, ist eine Tasse. Ein Wecker. Ein Fernrohr. Das Tintenfass habe ich noch immer nicht gesehen. Achso, das hier vorne. Alpha. Ich sehe alles möglich, aber kein Alpha. Okay, eine Krone. Eine Harfe. Ein Helm. Ein Wolf. Ein Schwert. Königin. So, und jetzt gucken wir, ob wir noch irgendwo ein Alpha finden. Das war doch kein Alpha. Also das sieht wie alles Mögliche aus, aber nicht wie ein Alpha. Sag mal, bist du doof? Ich frage gar nicht erst, aber wieso denn ein Alpha? Hast du schon mal ein Alpha gesehen? So sieht's nicht aus. Nun brauche ich noch das zweite Symbol. Ach so, hier, Kachel. Klar. Ja.